Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir sind hier natürlich immer noch an Bord dieses Schiffes, wie es heißt, weiß ich gar nicht. Und sollen jetzt die Mannschaft befragen, wer denn den lieben Captain stürzen will. Werden die bestimmt uns einfach so mal sagen. Und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir nur Büchsenfisch und Zwieber kriegen. Jemand muss mal mit ihm reden. Oh, okay, ich glaube, die wollen alle nicht so unbedingt, dass der noch weiterhin Captain ist, aber okay, wir reden mal mit diesem hier. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Okay, wir reden doch nicht. Aber ich glaube, es wird ganz schön schwer, weil ich... Ich hab so das Gefühl, die können alle den Captain nicht so wirklich leiden. Und ich glaube nicht, dass wir zu denen hingehen können und so... Ja, den Captain wird mal interessieren, ob du ihn denn mal abstechen würden wollen würdest. Wenn ja, dann könntest du ja zu ihm gehen, könntest du ihm das sagen, damit er dich umbringt und dann ist die Sache gegessen. Ich glaube es nicht. Aber das ist einer, der wohl schon auf uns wartet, oder wie? Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smooth hier oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Ah, der Doktor. Mit dem Doktor oder dem Koch sprechen. Der Doktor, den kennen wir doch schon. Der ist doch bestimmt wieder da hinten, oder? Ja, genau. Ein Wort, Doktor. Habt ihr einen Moment? Geht es euch nicht gut? Aber nein doch. Ich frage mich nur, ob ihr Anzeichen von Ärger an Bord bemerkt habt. Welche Art Ärger? Ungewöhnliche Klagen oder Beschwerden? Streit zwischen Besatzung und Captain oder Passagieren? Ihr klingt genau wie James. Ich sagte ihm doch auch schon, dass ich mit meinen Nachforschungen beschäftigt war und nichts bemerkt habe. Und wo finde ich diesen James? Er sucht in der Kombüse. Nun entschuldigt mich bitte. Mit James reden. Okay, dann reden wir halt doch mit James. Seid ihr James? Hi. Kenway. Hey, them Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Am Heck nach Hinweisen suchen. Okay. Also auch nichts Bestimmtes, nur dass sie sich halt alle drüber aufregen. Ist natürlich gut, wenn der Captain sowieso ein Arsch ist. Dann wird's umso einfacher. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich's mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Die Geräusche auf dem Unterdeck untersuchen. Warum wirft da jemand Ladung weg? Ist das etwa den wir suchen? Hat immer seinen Hut auf. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgeschlossen. Könnte möglich sein. Es ist unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir nur Büchsenfisch und Zwiebeln.
Hinweis. Ein offenes Fenster. Seltsam. Äußerst seltsam. Zur Kabine zurückkehren, um den Tag zu beenden. Was, er lässt jetzt einfach so sein? Okay, gibt aber schnell auf. Noch schön im Tagebuch schreiben. Heute hat jemand Ladung vom Bord geworfen. Und schlafen gehen. Atlantischer Ozean, Tag 33. Immer länger auf See. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Mach die... Achtung! Alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich mir. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Sichert die Luke! Aether. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Aber merkwürdig. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Ah, darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Aber sowas von. Eigentlich sollten wir jetzt mit Absicht verlieren. Dann sind wir den Templer los. Wenn es einer ist. Na dann los. Zu einfach. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Atlantischer Ozean, später am selben Tag. In einem Sturm. Mit was weiß ich, wie riesigen Wellen. Ob das die bessere Option war? Wir müssen die Taue sichern! Ich sagte, dass es wahnsinnig ist. Beruhigt euch!
Ich werde mich darum kümmern. Die Tagelage sichern, wenn man es doch so ausspricht. Gesichert. Renn schon, Kenway. Das soll hier kein Spaziergang werden. Weiter. Auch gesichert. Oh nee. Eine hat sich losgerissen. Das beschädigte Tau reparieren. Ich komme schon. Los, 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 los. Was soll ich tun? Das Segel von der Ra entpacken. Okay. Ich denke mal, da komme ich nur so hoch. Schnell, komm schon. Beeil dich, Kenway. Du willst doch hier draußen nicht draufgehen, oder? Obwohl es mir natürlich lieber wäre. Aber was soll ich tun? Los, komm schon. Volle Fahrt. Ein Blitzeinschlag auch noch. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. James Retten. Retten, Meister. Nein, was macht... Kenway. Dein Ernst? Dein Ernst, Kenway? Okay, das Zeitlimit können wir uns auf jeden Fall... Alter, Kenway. Das Zeitlimit können wir uns also... Alter, was geht denn hier ab? Okay. Ich weiß nicht, was bei dem Kenway abgeht, aber... Irgendwie will er den lieben James nicht retten. Ich hoffe, dass wir nach den 7 Sekunden trotzdem noch Zeit haben. Was? So, jetzt aber. Kletter jetzt außen rum, was? Der kann ja gar nichts. Ja, ja, ich weiß. Okay, ich will meinen Assassin bitte wieder. Ich verstehe es nicht. Sollen wir hier hoch etwa, oder? Dieser Kenway gefällt mir nicht. Also klettern kann er nicht. Das geht nicht. Das ist gerade echt blamabel. Muss ich wirklich zugeben, aber... Der Kenway, ich weiß nicht. Entweder es liegt wirklich am Kenway, oder ich mache irgendwas anderes falsch. Okay, jetzt können wir auch mal auf die andere Seite. Jetzt komm, das schaffen wir. Es war jetzt wirklich blamabel, aber was hätte man bei mir erwarten sollen? Ja, ich rette dich ja schon, wie auch immer ich das jetzt bewerkstelligen sollte. Aber Spaß ist dabei, das kann man nicht sagen, dass kein Spaß dabei ist. Obwohl ich immer noch nicht ganz verstehe, wie ich das jetzt machen soll. Ah so, okay. Zwar von der anderen Seite jetzt plötzlich, aber egal. Ich entschuldige mich für dieses schlechte Gameplay. Aber irgendwie ging da was nicht richtig. Ich hoffe, dass es jetzt passt. Aber das Schiff sind wir jetzt hoffentlich los. Nochmal echt Entschuldigung dafür, das war echt traurig. Atlantischer Ozean, Tag 72? Was? Das geht ja ewig. 72 Tage auf See.
kein bisschen Land, abgeschnitten von der Außenwelt. Das heißt von der Außenwelt. Vom Land halt. Unglaublich. Und gelangweilt sieht der liebe Kenway auch aus. Ja, ich weiß, das Zeitlimit war echt... ich weiß nicht. Den Kapitän am Bug treffen. Oder am Bug. Wer weiß. Vielleicht entsteht ja einer. Da steht er schon. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Oh nein. Bitte nicht schon wieder klettern mit dieser schlimmen Person. Okay, mal schauen, ob das wirklich nur jetzt gerade an diesem actionreichen Rettungsmanöver gelegen hat oder ob der Kenway echt so blöd ist zum Klettern. Aber jetzt sieht es echt schon besser aus. Ich muss halt auch noch mit der Steuerung klarkommen, weil ich habe bis jetzt jedes Assassin's Creed nur auf der Xbox gespielt und kein einziges auf dem PC außer dem ersten, und das ist ja wirklich ein Witz gegenüber diesen Spielen. Dazu aber in einer anderen Folge mehr, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, dass ich ein bisschen was zu erzählen habe. So, und von da oben sieht man doch schon mehr. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 3. Sequenz 1, Reise in die neue Welt. Und wir sind endlich da. Nach wie viel? 73 Tagen? Ich glaube nach 73 Tagen auf See. Endlich wieder Land. Wir legen an. Sequenz 2. Boston 1754. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch eingeht. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zu? Der stand doch auf der Liste. Willkommen in Boston. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt, ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir, ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Der stand doch auf der Liste, oder? Charles Lee? Ich glaube, es war der erste. Ja, ich bin mir fast sicher. Und überall Wachen. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Einen Gemischwarenladen finden. Gemischtwarenladen. Okay. Sorry, Kinder. Sorry. Sorry. Erwachsene. Was hat denn der? Nee, nicht schon wieder ein Spiel. Komm damit zurück, du Schurke! Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner, und obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach.
Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Haytham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Seiten des Almanach von 1733 finden. Ich glaube 4 von 4, wenn mich erst täuscht. Stand da, glaub. Ja, und Benjamin Franklin, den kennen wir natürlich alle. Das finde ich halt auch cool, dass das Spiel auch wirklich, naja, treu geblieben ist, kann man jetzt nicht sagen, aber wirklich halt auch echte Personen mit einbezieht. Wirklich cool gemacht. So. Jetzt mal in den Laden gehen. Ein Schwert und eine Pistole kaufen. Jetzt wird's interessant. Jetzt bin auch ich dabei. Ja, ich möchte kaufen. Beides. Normales Schwert. Diese Klinge ist geeignet, Meinungsverschiedenheiten schnell und endgültig beizulegen. Wenn es zum Nahkampf kommt, es ist im Einsatz lautlos. Lautlos? Was? Nochmal. Lautlos und kann bei allen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Insbesondere bei Regen, wenn Schwarzpulver feucht und unbrauchbar wird. Die Parierstange ist breit und schützt die Hand des Trägers, kann manchmal aber auch eingesetzt werden, um den Gegner zu schlagen. Kaufen wir natürlich gerne. Neuer Gegenstand, normales Schwert. Und eine Feuerwaffe wäre auch... Nein. Wäre auch nicht so falsch. Steinschlosspistole. Diese Steinschlosspistole ist auf kurze Distanz treffsicherer als die Musket, verfügt aber über eine geringere Durchschlagskraft. Sie ist besser für kleinere Gefechte geeignet als für das Schlachtfeld. Einfach zu handhaben und sehr vielseitig. Da es sehr lange dauert, nach jedem Schuss nachzuladen, tragen viele Nutzer zwei oder mehrere Pistolen gleichzeitig. Versuchen Sie, einen Waffengurt mit zwei Holstern anzufertigen, um eine zweite Pistole tragen zu können. Okay. Jetzt aber erstmal nur eine. So. Waffen hätten wir. Charles Lee auf einem Pferd zum Green Dragon folgen. Ja, und da vorne wartet er schon, der Gute. Das machen wir aber erst im nächsten Part, denn wir sind leider schon wieder am Ende dieses angelangt. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed 3 in Boston. Immer noch beim lieben Kenway und beim Charles Lee. Mal schauen, wie sie sich weiter entschlagen. Bis dann.